Die Zeit wird auch immer schneller und das ist immer mehr zu lesen und ich kann eh schon nicht so schnell lesen. Boah, aber wir haben es geschafft. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Wir schaffen alles, sie sind halt die Besten. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Schüler von Blackwell, verpasst nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Behandelt euren Körper richtig während des Stresses der Abschlussprüfung. Oh ja, das hätte ich jetzt auch mal nötig, glaube ich. Oh, warte. But fire's so pretty. Tragt euren Teil zum Brandschutz bei. Warum ist hier überall Feuer? So, Anti-Drogenposter. Ach, schon wieder. Ganz ehrlich. What the fuck is that supposed to mean? Hä? Sagt nein zu Drogen. Ein Sieg auf Drogen ist kein Sieg. Es ist eine Abkürzung in die Tiefen des Versagens. Was? Das kannst du aber nicht sagen. Das muss jemand geschrieben haben, der Drogen genommen hat. Rauchen. No sucking on tampons. DVD. Jetzt rauchte da ganz alleine, oh, wie traurig ist das denn? Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo of the two of us together last night. Am I still an outsider if I'm hanging out with Rachel Amber now? And what does it mean that hanging out was so awesome? Does that make me just the same as every other student here? Nah, fuck that. Dass Chloe unbedingt nicht so sein will wie jeder andere, aber auch nur, ich weiß nicht. Ob sie denkt, nur weil sie zum Beispiel alleine ist und halt nicht bei der beliebtesten am Arsch hängt, dass sie dann automatisch halt nicht besonders ist, das ist halt. Ich verstehe sie in dem Punkt noch irgendwie noch. Ja, das ist ein bisschen verwirrt für mich, sag ich mal. Das ist hier eine perfekte Ecke für Graffiti, Junge. Graffiti, Jung! Hinsetzen kann ich mich auch nicht. Oh. Oh. Do that walk on the stage. So. Dann habe ich heute aber schon eine Menge gemacht. Ich habe dem Typen das Herz gebrochen. Und zwar echt, also. The future needs excellence. The future is an asshole. Ja. Also ich glaube, wenn der nochmal mit uns redet, dann ist er halt ein. Boah, ich weiß nicht. Dann hat er echt Eier in der Hose. Oder ist er einfach nur dumm, man weiß nie. Justin, altes Haus! I can tell Justin's wearing his eau de gange. Ude Hanf. Damn, girl. That eye looks sick. What's going on? Die Grasduftwolke. Dude, you need to freshen like a mofo. Are you saying I smell like weed? That's exactly what I'm saying. Word. Well, good looking out, Price. Wanna hit? Like, right here? Thanks. Jetzt reden wir, Mann. So, den kennen wir ja auch noch, den jungen Freundchen hier, den Evan. Ah, Evan. Amazing photographer, but such a bleeding heart. Ach ja, New Mexico kam ja mit ihm klar. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Hey, Waldbrände sind super. Bis später will ich auch nicht. Waldbrände sind einfach dufte. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone.
Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. Das glaube ich auch. What do you think? I guess. Ich werde nicht sagen, weil drin ist ein Zucker. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Jetzt muss ich aber sagen, weil Brennnessel ist super, ich will nichts unterschreiben. Nachher bin ich sein Sklave. Nein, ist mir egal. Ach komm, eine Unterschrift. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? I... No. How seriously am I taking this right now? Grasgeruch, Dr. Bär. Oh, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Grasgeruch, Dr. Bär. Das wäre halt so, Even ist ein Clown. Alter, nee, komm, ich bin mal eher... Komm, wir mit gleich raufgucken, also Chloe there Price. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Ich bin nett. Alles gegen Brände. Meldet euch an. Übt euer demokratisches Recht aus. Euch zu versammeln und die Wichtigkeit des Brandschutzes für unser zerbrechliches Ökosystem zu diskutieren. Direktor Dödel... Mac enorme Eier. Verdammt, jetzt hasse ich's. Chloe Price. What? Caring about important issues? Caring in general. Guck's, ne? Ich kann auch nett sein, du Arsch. Oh, da hinten muss ich hin, glaube ich. Ja. Die sieht so aus wie die, da wo ich hin muss, du. Wer ist das denn? Samantha. Kleines. Samantha Myers, School Wallflower. She could give you a run for your money, Max. Sieh dich mal an, Samantha. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? Verdammt. Who's Afraid of Virginia? Ist es lustig? Traurig? Oh, ich weiß es nicht. Traurig? Fragezeichen. The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Ist gemerkt, Samantha. Und ich hab dich beschützt. Kann ich schon rein? Oh Gott, nein, wollte ich nicht. What the hell? Nathan. What have you got here? Twitch? Don't call me that. True North. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser. Also beide Loser macht es woanders. Oh, komm, Chloe muss mal hier. Chloe ist der Beginn der Nahrungskette, also von oben gesehen, ne? Ich bin halt oberste. Chloe fucking awesome, oberste Nahrungskette Price. Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Ein aus Maul? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition.
How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. Uh-oh. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Warum nicht? Alter, lass den Scheiß. You're a piece of shit. I am going stop to it. Kill you. You guys, stop. Chloe, do something. Don't just stand there watching. Warum nicht? Oh, dich raushalten oder mich einmischen. Na toll, dufte, gefällt mir. Mach ich gern für so einen Arschloch wie Nathan. Allerdings, ich sag mal so, ach, normalerweise, oh Mann, den Typen kann ich aber auch nicht leiden. Man zwingt mich, einen Typen zu beschützen, den ich nicht leiden kann. Ich mach's aber auch nur, weil Mobbing nicht in Ordnung ist. Ja, so ist das. The only way to stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Das kennen wir doch. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Idiot, verschwinde sofort, geh weg, Idiot. Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. Viel zu intelligent für dich. You're seriously defending Nathan Prescott? Kampf her mit Nathan Prescott, Nathan sein leichtes Ziel. Ja, ne? How about picking on someone your own size? Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. Was an der Papi aus, weißt du was? Ich bin irre, das stimmt. Ist das irres? Komm schon. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? Haha. Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel, Kollege. Please. Kicking your ass is going to be a piece of cake. So läuft das hier, ne? Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Go, Boom, Samantha. Go. Guess you got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? Yeah. You're welcome. Are you all right? Yeah. Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Ist ein Spielkollege. Everything okay here? No problem, Skip. I'm a Skip man. Wee-ba-ba-ba-da-ba. Security. Einmal gespeichert. Nein, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Aus. Brav. Das wollte ich noch ansehen. I would sacrifice a goat to Jeremiah Blackwell himself, if it meant I'd be leaving here in a month. Infozettel. Evan's work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Siehst du, darum habe ich mit einem wirklichen Namen unterschrieben. Die Gefahren von Waldbränden von Evan Harris. Hoppla, was ist das jetzt? This makes being high sound like a bad thing. Okay. Ich würde sagen, wir haben alles durchgeguckt. Blumen? Ich kann die Blumen angucken. Flowers always make me think of springtime, which makes me think of summer, which makes me think of getting the fuck away from Blackwell for 3 whole months. I love flowers. Ich finde ihre Argumentationskette echt bewundernswert. So, aber wir haben eine Nachricht bekommen. Gleich mal, gleich. Weil hier kam noch was dazu. Und die ganze Zeit immer Max, 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 Max. 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 Achso, es geht immer im Kreis. Okay. Genau. Hier, die. Da müssen wir hin. Has kissed girls? Has not kissed ever. Yeah. Nicht so, beim Vater waren wir schon. Genau, den hatten wir auch schon. Eben gerade auf jeden Fall. Und Nathan. Ding. Nathan Prescott ist das goldene Kind der Prescott, der ältesten, reichsten und mächtigsten Familie von Acadia Bay, die einen auch oft und gerne daran erinnert. Außerdem, Leute, hasse ich ja wie die Pest. Hey, ich bin reich und du nicht. So, das wird Konsequenzen haben. Es freut mich, dass wir reden konnten.
So, genau. Mich auch. Ich weiß, du tust dein Bestes. Ich liebe dich. Oh, da kommt nichts zurück. Ehrlich, Chloe, da kommt nichts zurück. Oh Gott, nein. Nein, warum immer ich? Hey, rede ich mit der Hübschen. Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Hey, gut, dass wir wenigstens zueinander stehen. Oh, Carrie Price. Carrie? It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Glückwunsch. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Du bist meine Heldin. Oh Gott. So eine Leute hasse ich ja genauso. Ja, seitdem ich das gewonnen habe und seitdem ich in diesem Club bin, oh, bin ich einfach... Oh, kann kaum jemand die Finger von mir lassen. Nicht mal ich selbst. You hang with the Vortex Club? I mean, I'm technically not a member, but I am being courted. I'm not sure The club should be a collection of Blackwell elites, but instead, it's some anti-bullying, hand-holding kumbaya shit. Not when I'm a senior. Klar. Du bist die goldene Perücke, die alle aufsetzen, damit es besser wird. Oh Gott. Wow, the Young Artist Award. Oh, it's not a big deal or anything. Like, 100 people submitted work and my photography won. Congrats, I guess. So the Beacon's putting me up on the front page of the lifestyle section. Who cares? Anscheinend dich. Oh Gott. Ich fühle mich bei so einer Unterhaltung immer so mental überlegen. Oh. Ich will nicht weiter reden, aber jetzt reden wir über das Interessante. Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Ja, wir sind halt beste Freunde, ne? Weißt du, seitdem ich mit ihr rumhänge, da kann niemand mehr die Finger von mir lassen. Erzähl was. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Oh, seriously though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. Eigentlich war da noch ein Dritter im Bund, aber der ist jetzt we're weg. Really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. Neidisch. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're... being you. Oh. Hausaufgaben sabotieren oder weggehen? Tut mir leid, aber die... Oh, ich... Oh. Wieso habe ich hier gerade nur mit den Missstücken von Life is Strange zu tun, Alter? Ohne Spaß. Oh. Das Schlimme daran ist, dass dieser Teil halt nach dem ersten, also dass das halt die Vorgeschichte ist, aber ne? Und ich weiß ja, wie sie wirklich, ob sie wirklich so drauf ist, ich weiß halt, wie sie drauf sein kann, und das ist halt das Schlimmste. Ach komm, ich war die ganze Zeit nett und jetzt muss ich mal, ne? I'm sorry, Victoria. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Of course. That last problem was hard, right? If I'm remembering correctly, the answer was fluorine, uranium, carbon, potassium, and, uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey! Thanks, Carrie! No problem. Sie war seit Wochen nicht in der Schule. So wie ich es jetzt mitgeschnitten habe. Also das ist schon ein paar Wochen her. Woher soll sie wissen, was für eine Aufgabe sie hatten? Wie dumm. Also, need my DVD from Steph.
I bet she's nerding it up with Mikey somewhere.